Ob lila, blau oder rot, die Kartoffelraritäten werden immer populärer. Auch am Anthofer Gut in Oberweißburg haben die verschiedensten Ächtlinge, so sagt man im Lungau zu den Kartoffeln, Einzug gehalten. Wir haben wirklich Sorten aus Schottland, aus Deutschland ganz viel, aus Frankreich, aus Belgien, aus Holland. Das ist so, was in Europa heute ist. Und wir haben eben Sorten aus, oder mehrere Sorten aus Südamerika und eben eine aus Alaska. Wer nun glaubt, dass Kartoffeln maschinell gesetzt werden, der irrt. Denn auch hier hat Handwerk noch goldenen Boden. Das war dann doch von heute auf morgen, dass mein Mann eben das gesehen hat, dass es so viele verschiedene gibt. Und dann hat er halt einmal bestellt, weil er sich gedacht hat, alle werden eh nicht wachsen bei uns im Lungau, da bei dem rauen Klima. Und dann hat er mal 12 Sorten bestellt und die sind aber alle gewachsen und dann hat ihn halt der Ehrgeiz gepackt. Es gibt so viele verschiedene Sorten und dann sind es halt jetzt ja dann wieder andere geworden und ein paar, wo wir sagen, doch, die passen für uns gut, die wachsen auch ganz gut, die bleiben, also die sind unsere Stammsorten. Und die anderen kommen halt, welche kommen dazu und welche kommen wieder weg. Heute wird gesagt und ich muss eben schauen, dass der Plan stimmt, dass das, was, dass wir im Herbst wieder wissen, was für Sorten dass das dann ist, was wir jetzt da eingraben. Und jetzt speziell tue ich die großen Keime runter, damit einfach die überleben halt sowieso nicht, die sterben eh ab und dass der Ächtling dann voller Kraft wieder loswachsen kann. Meine Frau macht eben einen Großteil daheim und ja, wenn ich von der Arbeit heimkomme oder am Wochenende, nachher machen wir halt den Rest gemeinsam. Weltweit gibt es ca. 450 Rinderrassen. Warum aber hat sich Hans Moser gerade für die Rasse Jersey entschieden? Ja, also wir züchten die Rasse Jersey. Das sind eher kleinrahmige Kühe, sind bekannt für die Milchqualität. Sind jetzt viele Leute, die was Unverträglichkeiten haben, ist die Milch für die Viecher leichter verträglich. Und ja, da haben wir jetzt an einer Ausstellung haben wir teilgenommen mit 4 Viecher, unsere 2 Dirndler mit 2 Kaibler und mir mit 2 Kühe. Und da haben wir die Gesamtreserve-Siegerin gestellt. Da sind wir recht stolz drauf. Ohne Zusatzstoffe wird aus der frischen Milch naturreines Joghurt hergestellt. Ja, ich habe ganz viele verschiedene Sorten. Also wir können uns selber nicht entscheiden, welches die beste ist. Jetzt haben wir halt einfach ganz viele Sorten. Das variiert aber jede Woche. Also das ist jetzt nicht mehr Standard. Sortiment, sage ich einmal. Nächste Woche gibt es wieder ganz andere. Der Kreativität sind auch bei den Joghurts keine Grenzen gesetzt. Und Andrea probiert immer wieder neue Geschmacksrichtungen aus. Viele davon wurden ausgezeichnet. Also wir haben bei den Joghurt ziemlich gut abgeschnitten. Die haben alle Goldmedaille gewonnen. Und 3 Joghurt haben 100 Punkte von 100 gekriegt. Das ist einmal das Toffee, dann Mango, das habe ich heute leider nicht, und das Naturjoghurt. Im eigenen Hofladen findet man neben Bio-Eiern und frischer Butter auch Käsevariationen, die teilweise eingelegt werden. Und um der Nachhaltigkeit gerecht zu werden, steht vor dem Stall der sogenannte Dämpfer, in dem die weniger schönen Kartoffeln für die Schweine gekocht werden. Und wir haben die Rasse Berkshire, die ist eine ganz alte englische Landrasse. Und das Besondere ist, dass sie von der Fleischqualität auch ziemlich hoch sind. Also das Wagyu-Fleisch beim Rind ist ja ganz was Besonderes. Und das schweinische Gegenstück dazu ist das Berkshire-Schwein. Also da sehr marmoriertes Fleisch und ja, in der gehobenen Gastronomie natürlich sehr gefragt. Ganz wichtig ist es Andrea und Hans, dass ihre Kinder gesunde Lebensmittel zu schätzen wissen und Regionalität nicht nur ein Wort ist. Für uns ist ursprünglich gewesen, wie wir eben das erste Mal Eltern waren, was kann man ein Kind kein schönes Aufwachsen nicht bieten als wir auf einem Bauernhof. Es sind zwar sicher, dass man zeitlich halt nicht so viel Zeit hat, aber man kann einem Kind halt alles bieten. Dein Töchterlein hat schon ein großes Wissen, was den Ächtling betrifft. Ja, weil sie das natürlich immer hört und sie ist da schon auch ein bisschen interessiert. Ihr Traum für später, wenn sie erwachsen ist, ist ein Tomatendundel mit Tomatenzucht halt. Schauen wir mal, ob das in 10 Jahren immer noch so ausschaut. Ob verschiedene Kartoffelsorten aus eigenem Anbau oder Milchprodukte aus der hofeigenen Molkerei und Käserei. Die regionale Vielfalt am Anthofer Gut in Oberweißburg ist groß und lädt zum Naschen ein.